Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 28. Dezember. Heute dabei Instagram, Amazon Alexa, die Deutsche Telekom und Apple. Ja, wir haben sogar ein richtiges Stück News heute dabei, und zwar Instagram, denn die fummeln wieder an der Timeline rum. Bislang gab es ja den Bereich Empfohlen für dich über den Erkunden-Feed und jetzt werden halt ja Empfohlen für dich, also Bilder und Accounts, denen man noch nicht folgt, einfach in die eigene Timeline mit reingemischt. Ja, die Timeline wurde ja sowieso schon verändert, der Algorithmus wurde geändert, sprich man sieht nicht mehr alles chronologisch, sondern das, was Instagram meint, was einem gefällt, und dazu kommen jetzt halt auch noch neue Inhalte von Leuten, die man noch gar nicht kennt und wo Instagram meint, ja, die könnten euch gefallen. Und das Feature kann man leider auch nicht ausblenden. Tja, ich finde es persönlich keine gute Sache. Ich weiß nicht, wie ihr drüber denkt, aber tja, wir werden nicht dran vorbeikommen. Ja, gestern haben wir über den Amazon Echo Dot geredet. Der war ja das erfolgreichste Gerät auf Amazon, was Amazon verkauft hat in den Weihnachtstagen und davor, also Weihnachtszeitraum. Und ja, wozu hat das geführt? Ja, dazu, dass die Alexa-App zum allerersten Mal auf Platz 1 im Apple App Store war in den Staaten. Denn jeder, der so ein Echo neu hatte und noch keinen hatte, der musste sich ja die App auch runterladen. Damit wird ja alles eingerichtet und ja, das hat dazu geführt. In Deutschland war es dann so, ja, also was heißt so, in Deutschland hat es gereicht für Platz 5, wenn ich das richtig sehe, genau. In England für Platz 2 und wie gesagt USA Platz 1, das sie halt vorher noch nie erreicht hatten. Die Google Home App hat nicht so gut abgeschnitten, ist auch ein schlechter Vergleich, weil mit der Google Home App kann man nicht nur den Google Home, sondern zum Beispiel auch die Chromecast bedienen. Ja, und wenn wir schon bei Amazon sind und der Amazon Alexa App, dann ist da jetzt auch ein neues Feature aufgetaucht in der App. Man konnte ja bislang schon der Alexa sagen, dass sie beispielsweise die Philips Hue Lampen steuert und auch die Farbe verändert. Also man sagt dann der Alexa, sie soll die Farbe rot benutzen für die Lampe im Wohnzimmer beispielsweise. Und dann hat die das auch gemacht. Und nun gibt es im Bereich Smart Home in der Alexa App auch ja, einen Bereich, wo man halt die Farben der Lampen einfach so auswählen kann, also mit Antippen. Ja, schöne Sache für die, die jetzt keine extra App dafür haben, beispielsweise die Philips Hue App selber oder auch Apple Home benutzen, wenn man ein iOS-Device hat, dann kann man das jetzt direkt in der Alexa-App machen. Ja, zum Ende des Jahres gibt es ja immer die Jahresrückblicke und auch Ausblicke. Und die Deutsche Telekom hat diesmal einen Ausblick gemacht, also einen Rückblick und einen Ausblick. Rückblick geht halt darum, ja, wie viel Glasfaser hat man beispielsweise verlegt. Das waren dann 2017 über 40.000 Kilometer. Die Jahre davor hat man immer nur 30.000 Kilometer gemacht. Mittlerweile versorgt man 30 Millionen Haushalte mit VDSL und noch mehr Zahlen und Gedöns. Und der Ausblick nach vorne ist Thema 5G, wo sie beispielsweise erst 2020 mit einer Marktreife rechnen. Wenn euch das interessiert, ist natürlich ein Link in den Shownotes zum Artikel beim stadtbremerhaven.de Blog. Und dann wisst ihr, was die Telekom so ja, getrieben hat und noch treiben möchte. Letztes Thema heute, ja auch eher so eine Art Überblick, Statistik. Das ist halt Jahresende, so ist es. In Amerika haben über die Feiertage Apple-Geräte die meisten Aktivierungen gehabt. Also Apple-Geräte bedeutet Smartphones und Tablets. Und in den Aktivierungsdaten waren das dann am Ende 44%. Und damit sind sie ja bei weitem auf Platz 1. Samsung kommt auf Platz 2. Die haben 26%, haben sich auch gesteigert gegenüber dem Vorjahr. Und danach alle anderen sind im einstelligen Prozentbereich.
Wenn ihr auch wieder in die Shownotes geht und euch den Link anguckt, dann habt ihr da noch ein paar Charts und zum Beispiel auch aufgebrochen, wie sich das bei Apple auf die diversen iPhone-Geräte aufgesplittet hat. Schöne Statistik, ja, zum Jahresende kann man sich erstmal angucken. Und ich hoffe, dass wir morgen wieder ein paar gehaltvollere Themen haben. Ansonsten, das neue Jahr steht ja kurz vor der Tür, dann wird es wahrscheinlich auch besser mit Themen. Ansonsten, vielleicht habt ihr frei, dann wünsche ich euch einen schönen, duftenden Donnerstag. Vielleicht müsst ihr arbeiten gehen, dann ja, einen guten Start in die sehr kurze Arbeitswoche. Das ist ja das theoretische Bergfest von den drei Arbeitstagen dann. Und ja, kommt gut in den Tag und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder zur letzten Geek Talk Daily Folge in 2017. Bis dann, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.